Dr. Stefan Heck für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist ja nie ganz leicht, wenn man der letzte Redner in einer Debatte ist. Es kommt hinzu, dass in dieser Debatte die Europa- und Außenpolitiker die bilateralen Fragestellungen und auch die offenen Fragen umfassender und kenntnisreicher dargestellt haben, als das ein Rechtspolitiker wie ich könnte. Und trotzdem freue ich mich sehr, dass ich heute als Vorstandsmitglied der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe sprechen darf. Mir liegt unser Nachbarland und die deutsch-polnische Freundschaft sehr am Herzen. Der bescheidene Beitrag, den ich am Ende dieser Debatte beisteuern kann, ist zugegeben eher etwas persönlich gefärbt. Aber ich hoffe, dass meine eigene Geschichte mit unserem Nachbarland stellvertretend steht für die Gemeinsamkeiten, die es inzwischen gerade in der jungen Generation gibt. Von anfänglicher Unkenntnis über ehrliches Interesse hin zu aufrichtiger Zuneigung und Freundschaft. Als in meinem Studium die Entscheidung über ein Auslandssemester anstand, da zog es viele nach Frankreich, Italien, Spanien oder England. Und ich bin eher zufällig auf einen Studienplatz in Krakau gestoßen, durch einen Aushang an der Uni. Ich war vorher nie dort, hatte familiär dorthin auch keine Bindung und insbesondere kannte ich die polnische Sprache nicht. Aber vielleicht fand ich diese Wahl gerade deshalb so spannend. Und die Wahl dieses vermeintlich exotischen Studienortes wurde ein wenig dadurch ausgeglichen, dass es eine ausgesprochen großzügige Förderung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes dafür gab. So hat sich das, was im deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag niedergelegt ist, auf mein Studium, meine Ausbildung ganz unmittelbar ausgewirkt. Es war im Jahr 2005, ein Jahr nach dem EU-Beitritt von Polen, und es war das Jahr, in dem Papst Johannes Paul II., der frühere Erzbischof von Krakau, gestorben ist. Sein Wirken ist ja schon angemessen gewürdigt worden. Ich will hinzufügen, man darf gar nicht unterschätzen, welchen Beitrag es für das Bild der Deutschen in unserem Nachbarland geleistet hat, dass auf diesen großen polnischen Papst ein Deutscher folgte. Ich kann jedenfalls rückblickend sagen, dass die Zeit in Krakau, in Polen, zu den lehrreichsten und sicherlich auch zu den prägendsten Jahren in meiner Ausbildung gehörte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist gut, dass Deutschland heute in vielen Positionen, in vielen Bereichen Spitzenpositionen einnimmt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Deutschland und dass Europa auch eine Menge von unseren polnischen Nachbarn lernen können. Das sind zwei Punkte, die mich immer wieder besonders beeindrucken. Es ist erstens die Freiheitsliebe und die Standfestigkeit des polnischen Volkes. Es gab viele Staaten, in denen die Kommunisten geherrscht haben. Aber kein anderes Volk hat sich diesen Herrschern so widersetzt, wie es die Polen getan haben. In keinem anderen Land war die Distanz zwischen diesem Regime und der Gesellschaft so groß, wie es in Polen war. Und vielleicht war das die Voraussetzung dafür, dass in Polen die Grundlage gelegt worden ist für die Freiheit von Deutschland und von Europa. Es waren die mutigen Polinnen und Polen der 80er Jahre, denen wir heute nicht dankbar genug sein können. Ohne sie wäre unsere Freiheit nicht möglich gewesen. Und es ist ein zweiter Punkt, der mich immer wieder besonders beeindruckt. Das galt in 2005 und das gilt nach wie vor. Es ist die große Begeisterung gerade der jungen Generation in Polen für die gemeinsame Idee Europa. Wie oft verlieren wir uns in Deutschland, auch in anderen Ländern, in kleinteiligen Debatten über das, was möglicherweise richtig und falsch ist, und verlieren das große Ganze aus den Augen. Und ich habe gerade bei den jungen Polen gelernt, wie heilsam manchmal der unverstellt optimistische Blick auf dieses große Friedensprojekt sein kann. Und ich finde, lieber Manuel Sarrazin, es ist eine schöne Fügung, dass nicht nur wir beide 1982 geboren sind, sondern auch der neu gewählte Vorsitzende der polnisch-deutschen Parlamentariergruppe im Sejm. Und in den Jahren, als wir zwei uns aufgemacht haben in unser östliches Nachbarland zum Studieren, um Freundschaften zu pflegen, hat er sich auf den Weg gemacht nach Deutschland, nach Osnabrück, wo er einen Teil seines Studiums verbracht hat. Meine sehr geehrten
Damen und Herren, eine gute Freundschaft zwischen Deutschland und Polen ist noch keine hinreichende, aber doch eine zwingend notwendige Voraussetzung für den Zusammenhalt in Europa. Lassen Sie uns weiter gemeinsam daran arbeiten, mit Freude am Erreichten, mit Betonung von Gemeinsamkeiten und auch der offenen Aussprache von Trennenden, so wie es echte Freunde miteinander tun. Lassen Sie uns gemeinsam dafür Sorge tragen, dass auch künftig die jungen Generationen die Erfahrungen machen können, die Manuel Sarrazin, Szymon Szynkowski und ich in den letzten Jahren machen durfte. Es ist das Beste, was wir tun können. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aufmerksamkeit.